Yet again Düsseldorf, yet again Cologne. When considering electronic music from Germany, one can't really avoid mentioning either of these cities, which are both situated on the River Rhine. Andy Thoma and Jan St. Werner, who are better known as Mouse on Mars, also come from here. Since 1993, they've been releasing their form of advanced and often abstract electronic music on labels like Thrill Jockey, Domino, their own label Sonic, and at present on Mode Selector's Monkey Town imprint. Meanwhile, having relocated to Berlin, this pair of sound wizards are constantly working on diverse projects. Their cut-up sound has remained a constant, even if it's nowadays often created through digital means. Kleines Hörspiel. Ja, oft fangen wir mit rhythmischen Strukturen an oder auch mit Klangstrukturen, die schon so eine Rhythmik in sich haben und so ein bisschen immer Copy-Paste-mäßig. Das heißt, wir remixen uns immer selber nochmal. Also wir haben Konstrukte, die wir sozusagen heruntermischen in eine Stereospur, dann wieder schneiden und dann bearbeiten und wieder andere Elemente hinzufügen. Das ist für uns momentan irgendwie so eine ganz interessante Arbeitsweise. So ein bisschen wie früher, so Bänder schneiden. Was wir gern machen, ist auch akustisch aufnehmen und die Sounds halt verfremden. Okay, dann lasse ich das Ding laufen, ne? Okay. Und? Okay. Beim Produzieren von Musik ist es ja total wichtig, dass bestimmte Elemente ein bisschen mehr hinten sind, also sozusagen vielleicht auch verschleiert sind. Also das kann man am einfachsten durch einfach einen Hall-Effekt oder so erzielen. Und dadurch kommen andere Elemente eben mehr nach vorne. Also wenn alles trocken ist, ist sozusagen alles vorne und auch irgendwie ein bisschen gleichbedeutend. Wenn manche Sachen schwerer zu erkennen sind, manche sehr konkret, dann entsteht schon so eine Idee von Tiefe und das kann man natürlich noch weiter staffeln. Und eigentlich ist das auch das, was uns am Produzieren von Musik interessiert, eben immer wieder diese Tiefen, diese Bilder oder Räume zu erzeugen, wo du wirklich beim Hören plötzlich denkst, boah, das geht ja auf, unendlich auf fast. Und im nächsten Moment ist es plötzlich wieder total nah. Und dann eben auch manchmal gleichzeitig, dass man so wie beim Gucken hast du das Gefühl, du musst die ganze Zeit die Linse nachziehen. Was ist jetzt eigentlich vorne oder hinten? Was ist die Melodie? Was ist irgendwie der Rhythmus? Was ist irgendwie der Krach? Und was ist das Angenehme und so? Mhm. Und das versuchen wir irgendwie immer wieder so gegeneinander zu stellen. Sind die Stücke, die wir machen, eigentlich recht kompakt in sich. Also die sind nicht so gedacht, dass man die mischt mit was anderem, eher, dass man so einsteigt und dann sich in diesem Stück umschaut, so, sozusagen. So, dass man da so richtig reingeht, wie in ein Gebäude. Ja? Und ein paar Sachen sind halt recht stabil in diesem Gebäude, ein paar andere, die bewegen sich ständig oder sind nur schattenhaft oder man kriegt die gar nicht zu greifen und so ein paar andere, die wohnen da, so ganz selbstverständlich, begrüßen einen. Also wir sind halt immer irgendwie da
Und so ist es halt. So. Und da kann man halt immer wieder hin zurück in so ein Gebäude. Ich glaube, wir möchten es gerne lebendig und so, dass die Elemente halt sich nicht immer gleich wiederholen, sondern auch, dass da Variationen sind. Dass es halt nicht von der Quantisierung, dass das nicht alles genau intakt quantisiert ist. Das macht es dann immer so ein bisschen, kriegen wir so ein bisschen so ein klaustrophobisches Ding. Gefühl. Ich glaube, so die Spannung zwischen uns ist auch so ein bisschen so eine paradoxe Spannung. Also wir versuchen manchmal Sachen sehr rhythmisch zu machen und schon sehr groovig irgendwie und gleichzeitig total stoppend und sperrig und sehr harmonisch und gleichzeitig auch atonal, also irgendwie alles gleichzeitig zu machen und trotzdem so, also so, dass es einem nicht auffällt, also gar nicht so absichtlich. Vielleicht ist das ein Merkmal, dass es halt sehr resonant ist. Also dass es teilweise sehr orgelig ist und die Resonanzen, die mittigen Resonanzen, oder wie nennt man es, die sind halt sehr stark hervorgehoben. Eigentlich oft zerrig ein bisschen. Ne, es ist oft in dem Bereich, in dem eigentlich auch so die Sprache angesiedelt ist, also so dem Frequenzbereich haben wir sehr viele Sounds, also da wir sprechen vielleicht irgendwie auf eine Art auch oft so durch die Sounds oder so, oder die sprechen so für uns und so manchmal sind wir dann vielleicht wie so Puppenspieler oder haben so unsere gedanklichen Envelopes, rechnen wir dann auf die Klänge drauf. Wenn wir solche Sachen machen, einfach ein bisschen ausprobieren, wie klingen die Dinge und so, dann gehen wir recht planlos vor und gucken halt, dass wir möglichst viel aufnehmen. Also entweder nehmen wir das irgendwie intern im Rechner auf, also sozusagen intern digital, oder wir gehen tatsächlich durchs Pult, machen die Sachen analog und nehmen die auf dem Harddisk-Recorder oder durchs Pult zurück in den Rechner und schließen dann auch oft noch analoge Sachen dazwischen. Was wir eigentlich immer suchen, ist nur so ein Sound, also irgendeinen ganz bestimmten Klang. Ein Klang von Drums, der uns irgendwie anders und neu erscheint, den wir nicht kennen. Oder auch Drums von irgendwelchen Synthes oder Plugins. Und mittlerweile ist es uns auch wurscht, ob es analog oder digital ist, ob es Plugins sind, Synthesizer-Plugins oder analoge Synthes. Weil wir mittlerweile so in dieser Verkettung drinstecken, also erstmal was einschleifen, irgendwie rausschicken, was anderes drauflegen und so das alles irgendwie mit dem Keyboard einspielen, dass es eigentlich auch echt mittlerweile wurscht ist. Also wir hören eigentlich nur noch, wie es aus den Monitoren kommt und wo es jetzt letztlich herkommt, ist uns eigentlich ziemlich egal. Und klar haben wir so ein paar Lieblinge, also diese ganzen Sugarbytes-Geschichten finden wir halt sehr gut. Ja, doch recht viele Native Instruments Sachen. Ziemlich cool sind auch Umforce-Plugins, auch vom Design her sehr schön sind. Klanglich überzeugend zum Beispiel, das ist ja auch schon jetzt optisch ein Knaller, ne? Wir hören mal kurz, was das mit dem Beat macht. So, und ohne klingt der Beat wesentlich weniger nach Motorradpower. Wir haben so eine Art Wiederholungstourette. Also normaler Elektromusiker, der weiß echt, was ein guter Loop ist. Wir haben das auch. Wir haben echt gute Loops manchmal. In dem Moment, wo wir den nochmal hören, den Loop, fangen wir an und legen den auseinander. Es ist so eine Art, ich weiß nicht, was das ist. Krankheit? Ja, es ist so eine Art Tourette-Syndrom in Bezug auf Wiederholung oder auch Stimmigkeit oder. Also es rumst auch immer wieder. Es gibt so Momente, oder wenn mal jemand ins Studio kommt und sagt, boah, das ist echt gut. Ihr habt ja mal so richtig so einen Track oder so.
Und der geht irgendwie nur kurz raus, kommt zurück und sagt, was habt ihr denn jetzt gemacht? Wo ist denn der hin? Oder ist das jetzt ein neues Stück? Und sagt, nee, das ist immer noch das Gleiche. Wir haben nichts verändert. Ich sagte, hier ist alles anders. Ihr habt das total kaputt gemacht. Ja. Ist ganz schwer. Was wir schon manchmal machen, ist, wir nehmen auf, während wir Sachen verändern. Wir nehmen die einfach auf dem Harddisk Recorder auf und hören uns diese Sessions wieder durch und schneiden dann Teile raus, die richtig gut waren. Dummerweise schneiden wir diese Teile zurück in den Track, an dem wir gerade arbeiten und spielen da wieder Sachen drüber. Also irgendwo hinter diesen Schichten liegt auch immer irgendwie ein Element, was kickt. Wir sind nicht sehr technikbewandert oder wir sind nicht sehr technikaffin. Also wir entwickeln zwar auch selber Software mit, also es gibt jetzt fürs iPhone so ein paar Sachen, die wir mit dem Florian Grote zusammen entwickelt haben, der die halt dann programmiert, aber wo es uns schon interessiert, wie sind die Möglichkeiten irgendwie von auf dieser Plattform und wie weit kann man da gehen und wie kann man so unser Soundverständnis damit umsetzen? So. Wisst ihr, wie Feedback auf Stimme klingt? Ungefähr so. Das hier ist eine App, die basiert auf, also es ist im Grunde ein RJ-DJ-Patch. RJ-DJ ist ja so eine Plattform, auf der man dann Sound-Applikationen fürs iPhone machen kann. Und Florian, das Ding hat Florian Grote für uns programmiert. Florian ist ein Freund von uns, mit dem wir eben an so verschiedenen Softwareprojekten arbeiten. Und das ist so ein Ding, das haben wir jetzt gemacht für unser Orchesterstück. Das ist für einen Teil in Per Numnion. Dafür ist eben dann so eine Art Vocoder da gemacht worden. Und das Schöne ist, man kann es halt so mit einer Hand spielen. Also man spricht halt hier rein. Das Schöne ist, dass selbst unmusikalische Menschen wie ich irgendwie immer musikalisch klingen, wenn sie hier durchsprechen. Und das andere ist, was ich auch sehr gerne mag, was wir auch auf dem Album verwenden. Also auch dieses Ding taucht auf dem Album auf. Ist die Wretch Machine. Du hast irgendwie einen Audio-Input und dann so zwei Delays, die halt sehr schnell ins Feedback laufen. Und dann kannst du dieses Feedback modulieren, kannst es filtern und kannst durch die Geschwindigkeit der Feedback-Rate eben auch das Ding pitchen. Dann gibst du einmal ein Signal rein, das ist dann wie so ein Pitch-Transposer. Und dann gibst du ein bisschen Feedback dazu. So, ja. So, ein bisschen Feedback. Mal, hey, Feedback. So, jo. Und dann kannst du das Feedback kurz fahren, so dass es klirrt, oder lang. Jo. Kannst du eben auch fahren.